Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Desperados 3. Wir befinden uns in Flagstone und sind zusammen mit unserem Freund Hector unterwegs, der eine supergeile Axt und eine supergeile Bärenfalle besitzt. Und begeben uns jetzt erstmal in neutralen Boden. Wir sind draußen, ganz ruhig. Wer steht als Erster auf deiner Liste? Wie wäre es, wenn wir sie in beliebiger Reihenfolge umlegen? Einen tollen Plan hast du da. Einen tollen Plan hast du da. Gibt's hier irgendwie auch noch böse Leute? Hier. Mach schon. Ist das hier nicht der Doc? Sie haben es wohl geschafft. Entschuldigung. Ja, das ist der Doc hier. Okay, dann wie kommen wir jetzt hier rein, ohne dass der Typ uns sieht? Hier hinten kommen wir ja wohl nicht rein. Würde ich mal sagen. Und los. Bam, 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 bam. Unterwegs. Alles okay, Kupi. Kubi. Kommt nur her. Kannst du den Typen jetzt hier einfach verwaffeln? Gleich fliegen die Zähne. Sollen wir? Merkwürdig. Was zum Teufel? Keinen Zentimeter. Nee. Können wir nicht. Okay, nochmal neu. Wie kommen wir da rein? Klare Sache. Jarvis und seine Männer hängen hier rum. Ich wette, er versucht es nochmal mit dem Bullen. Dann sollten wir uns besser unauffällig verhalten, sobald wir dran sind. Ganz alter Trick. Wechsel mal gefällig. Was? Lass das Arschloch! Jetzt geht's. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Was war das? Irgendwelche Probleme? Nee. Fies brechen. Warte das nur ab. Der Poncho Poncho. Okay. Ich habe jede Menge davon. Seltsames Geräusch. Sieh dir nur um die Farbe. Hast du es hinter dir? Guter Wurf. Freut mich sehr, dass ich deinen Erwartungen entspreche. Was denn? Bin unterwegs. Los. Klar doch. Das ist nicht gut. Hier liegt die Leiche! Ist das schon irgendwie? Na gut, das schaffen wir nicht. Nochmal neu. Nochmal recht. Ich bin der Beste. Sekunden. Das geht schnell. Zu viele Wachen für einen Hinterhofpferch. Jarvis und seine Männer hängen hier rum. Ich wette, er versucht es nochmal mit dem Bullen. Dann sollten wir uns besser unauffällig verhalten, sobald wir dran sind. Okidoki. Alter, hat der gerade gefurzt?
Er hat noch geschifft und hat sich dabei herumgedreht. Ekelhaft. Ekelhaft, dieser Typ. So, ihr macht alle irgendwas. Ach, ich hätte da unten rein zur Tür. Okay, man kann natürlich auch einfach die Tür verwenden, das stimmt. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Mann, die zwei hier, die nerven mich. Wo ist der andere Typ jetzt hin? Ach, der steht dort. Okay. Okay, dann. Das Messer reicht. Wieder einer. Auf geht's. Alter, muss der schon wieder schiffen. Hast du verdammt nochmal recht. Ich bin der Beste. Jarvis, du bist der Beste. Ponchu, Ponchu. Oh Mann. Zeig dem Bullen, wer der Boss ist. Boss. Zeig dem Bullen, wer der Boss ist. Boss. So, wenn ich den hier jetzt mit dem Messer abwerf. Freut mich sehr, dass ich deinen Erwartungen entspreche. Bist du fertig mit der Prahlerei? Sterbe, jemand muss das ja übernehmen. Was passiert schon? Jetzt geht's zu laut. Ich hab den Hauptschlüssel, Arschloch. Aua. Ich hab hier drüben. Mist, Mist, Mist. Ist noch nicht so weit. Das muss man so. Okay, das war's. War wieder nicht so glorreich. Also den kann ich schon mal nicht mit dem Messer abwerfen. Dum, dum, dum. Schön cool bleiben. Also wenn du... einfach hier hinstellst. Hey. Überall diese Ärsche von der Company. Hier hätte man natürlich auch reingehen können. Lass dich nicht von ihm erwischen. Offenbar hat Jarvis schon den ganzen Tag an dem Bullen gearbeitet. Na, wenn dieser Bulle wütend wird, bekommen wir was zu sehen. Wie damals in El Paso. Wie jedes Mal in El Paso. Komm, lauf doch zurück. Du musst doch bestimmt noch mal pullern. Ach, Mann, Mann, Mann. So, rein mit dir. Oh,
das Messer reicht. Kein Problem. So, gespeichert. Wie ist der Plan? Ich bin rechtzeitig da. Er fällt mir. Dann kümmern wir uns mal um die. Dann wollen wir mal. Lass dich nicht von ihm erwischen, Boss. Gleich. Ich bin noch beim Aufwärmen, keine Sorge. Nächstes Mal kriege ich ihn. Pass nur auf. Ah, nicht schießen. Augen aufs Ziel. Ah, okay, das ist zu weit weg. Dann nicht. Wir sind noch nicht fertig, amigo. Du kannst doch bestimmt hier reinlaufen. Locker bleiben. Ich bin am Zug. Dieser Bulle hat keine Chance bei dir, Boss. Hast du verdammt noch mal recht. Ich bin der Beste. Das ist auch geil, das. Da wirst du nicht gesehen. Blut vergießen. Guter Wurf. Muss mich doch nicht richtig mal mitzunehmen. Freut mich sehr, dass ich deinen Erwartungen entspreche. Okay. Dann nehmen wir mal den noch aus dem Rennen. Bin unterwegs. So. Ich werde den Willen dieses Mistviehs brechen. Warte das nur ab. Kurz und schmerzlos. Der Spaß fängt erst an. Ich habe Lust auf Kahlschlag. So, du nimmst den. Zack, Schädel gespalten. Damit hat sich Jarvis erledigt. Ich habe ihm gesagt, er soll es sein lassen. Das war der erste. Und dann zum nächsten. Hast du schon Spaß? Jede Menge. Wer ist denn? Platz da, ich muss durch. So, der kann damit rennen, das wusste ich doch. Viel los in dem Städtchen. Kann's kaum erwarten. So. Liebe Freunde, hier hätten wir ein Poncho. Hier hätten wir einen Schläger. Alles klar? Auch da haben wir niemanden. Das gehört wahrscheinlich hier alles zum Bordell. Hier werden wir vermutlich reinkommen, weil der sich wegbewegt. Es übernommen hat, kommen die Stadtbewohner nicht mehr rein. Dann halt nicht durch den Vordereingang. Also gut, möglichst unauffällig. Lass uns einen anderen Weg hineinfinden. Der guckt ja nicht weg. Der guckt ja die ganze Zeit weg. Ja, da warten wir mal auf den hier. So. Das war erst der Anfang. Alles klar. Neuer Haarschnitt gefällig. So, komm.
Zack, Schädel gespalten. Ach schon. In Ordnung. So. Wie geht's weiter? Du schaust hier hinter und du läufst runden. Ja, gespeichert. Du guckst da hier hinter, du siehst den aber nicht. Und du läufst auch runden. Oh oh, da laufen auch viele. Du stehst bloß blöd da. Ach, du bist der, der dahin guckt. Okay. Wie kommen wir an diesen jenen einen ran? Der stört mich ja eigentlich am meisten. Dum, dum, dum. Die sind alle irgendwie gegeneinander geschützt. Wo ist der Schwachpunkt? Problem. Verdammt, Hurensohn! Nochmal. Das muss natürlich klappen, bevor der da rumguckt. Sollen wir? Kurz und schmerzlos. Bin unterwegs. Ist das? Das war knapp. So. Mach schon. Komm so rum. Dem fällt natürlich eine. Wo ist mein Partner? Oh, ich wollte kurz sagen. Hallo! Komm schon, ich bin nicht in Stimmung. Versteckst du dich vor mir? Ich wollte kurz sagen, da muss doch irgendwie. Augen aufs Zittern mal ran. Na los. Meins. So, kommen Sie mit. Bin unterwegs. Sieh dir dieses Bordell an. Das größte Gebäude in der Stadt. Erinnert mich an das in Deadwood. In Deadwood gibt es viele Bordelle. Du weißt schon, das, aus dem sie mich rausgeworfen haben. Das grenzt die Auswahl nicht ein. Mann! Bin ich bescheuert? Und der saß da jetzt hier im Busch? Oder nicht? Saß der wieder davor? Sie ist der Deppert. Na klar versteckt er sich vor dir. Jetzt geht er nochmal zurück. Okay, jetzt kommt er nicht hier hinten lang. Okay, okay. Wird auch Zeit. Ja.
müsstest mich mit reinziehen. Na, das ist doch blöd hier. Wenn der wieder nicht hier hinter... Wenn der nicht hier hinterläuft. Da habe ich ein kleines Problem. Augen aufs Ziel. Das Messer reicht. Auf geht's. Braucht etwas Schliff. Sieh genau hin. So, wenn der hinten weggeht. Kommt drauf an, wer eher geht. Kommt schon mal her. Was zum? Sieh dir dieses Bordell an. Das größte Gebäude in der Stadt. Erinnert mich an das in der... Das in war... gibt es viele knapp. Bordelle. Du weißt schon, das, aus dem sie mich rausgeworfen haben. Das grenzt die Auswahl nicht ein. Genau wie früher, amigo. Ich bin am Zug. So... Würde ich sagen, du legst mir deine Falle hier hinten hin. Und dann pfeifen wir mal eine Runde, wenn der wiederkommt. Der feine Herr. Jetzt machen wir mal Lärm. Alles klar. Zeig dich! Ist das? Braves Mädchen. Darf ich? Ist nichts dabei. Da drüben? Kein Problem. Okidoki. Los geht's. Speichern. Und dann in den Busch. Dann können wir einfach von der Seite. Nee, können wir nicht. Ach so. Klar. Mach schon. Hui, das war knapp. Dann wollen wir mal. Na, dann machen wir mal Umschalt. Messer und der Hector mit seiner Axt in den rein. Los geht's. Was ist das? Das war ein bisschen zu spät. Hector, Hector, Hector. So, nochmal. Speichern. Kurz und schmerzlos. Du schnappst dir den und Hector. Jetzt kommt alles klar. Neuer Haarschnitt gefällig. Probieren wir das nochmal. Der macht das zu langsam. Warum macht er das zu langsam? Kurz und schmerzlos. Dann wollen wir mal. So, machen wir mal den nur so unter Hector. Ich hab Lust auf Karlschlag. Ach so. So. Und noch einer. Könnte ich den ganzen Tag machen. Okay. Das war erst der Anfang. Los geht's. Dann würde ich sagen... Die Türe ist zu. Thank you.
Na gut, dann würde ich sagen, das machen wir vielleicht in der nächsten Folge. Dann schlagen wir uns mal in das Bordell. Speichern wir nochmal kurz und dann, ja, soll es das erstmal für diese Folge gewesen sein. Dann kommen wir vielleicht zusammen, der Hector und ich, zusammen ins Bordell. Kommen ins Bordell. Klingt verkehrt, müssen wir mal machen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.